Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Beat the Challenge Video. Und ja, ihr seht die Wette bzw. die Challenge schon eingeblendet. Und ja, heute war ich einmal mit der G3 A4 unterwegs auf Karkand Assault. Sollte mindestens 15 Kills machen, 3 Gegner mit Granaten wegholen und 2 Gegner durch Sprayen wegholen. Ja, hier bin ich noch ein bisschen gefailt, aber das wird dann im Laufe der Zeit besser. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle schon mal, dass so viele Challenges eingegangen sind. Ich werde mich jetzt innerhalb der nächsten Zeit an viele ransetzen. Und hier an dem Teil mache ich, glaube ich, schon meinen zweiten Granatenkill, den ich machen sollte. Jawohl, da ist er. Das heißt, ich habe jetzt schon 2 Granatenkills. Das heißt, insgesamt 2 Kills. Das heißt, 13 sind noch zu gehen. Und ja, was soll ich sagen? Hier habe ich dann die 2 Gegner mit Sprayen weggeholt. Ich hoffe, das ist so das, was ihr unter Sprayen versteht. Sprich, einfach No-Scope draufhalten. Ja, auch nochmal zur Sicherheit, das heißt, ich habe auch gleich noch die 2 Gegner mit dem Sprayen abgearbeitet, die hat mich dann leider der Sniper weggeholt, aber gut, das gehört halt auf Karkand leider dazu, dass dich jedes Mal, wenn du gut im, wie soll man sagen, einen guten Lauf hast, dich ein Sniper wegholt. Das ist leider so. Hier schmeiße ich ein bisschen die Granaten random, so nach dem Motto, ja, hoffentlich triffst du mal ihn. War leider nix. Aber allein die Tatsache, dass ich dieses Gameplay hier einspiele, zeigt eigentlich schon, dass ich die Challenge bestanden habe. Ne, aber wie, also wie schlimm das teilweise war, das habe ich dann hinterher mal so ein paar kleine Outtakes so. Oder sprich einfach mal einen Clip und hier hole ich dann auch schon meinen dritten Granatenkill. Sprich, damit hätte ich diese Challenge jetzt schon mal abgearbeitet. Das heißt, ich muss jetzt lediglich nur noch das Ziel erfüllen, 15 Kills zu machen. Und ja, warum habe ich mir eigentlich genau diese Challenge rausgesucht? Weil ich sie ehrlich gesagt ganz cool finde. Ich fand diese Challenge richtig cool, weil da könnte ich mal wirklich so zeigen, was in so einer G3 A4 eigentlich die Anfangswaffe so drinnen steckt. Attachments waren mir auch vorgegeben, Nemesis schafft, das fand ich richtig nice, weil dadurch war die Waffe richtig ruhig. Und ich hatte Viper Max, sollte ich nehmen, das hat sich leider so nicht ergeben, ich musste leider die Stingray Max nehmen, ich hoffe, das ist jetzt kein Beinbruch. Aber unterm Strich tun die beiden Attachments ja dasselbe erfüllen, sprich sie erhöhen den Schaden und mehr Munition. Wobei die Stingray Max jetzt sogar noch die Range herabsetzen, das heißt, ich habe es mir unterm Strich vielleicht sogar noch ein Tick schwerer gemacht. Aber gut, es macht jetzt in dem Sinne nichts. Ja. Würde ich sagen, mal gucken, ja, das sieht doch bis jetzt alles richtig gut aus. Hier, wie gesagt, habe ich mich schön ein bisschen so vorgesneakt zu einer Seite und konnte dann schön hinten bei B lang schön die Leute wegholen. Ja, hat sehr gut geklappt. Also da muss ich sagen, dass die Taktik wirklich aufgegangen, die Gegner da vielleicht ein bisschen zu beschäftigen, vielleicht ein bisschen von der Seite, von hinten so ein bisschen zu attackieren. Und ja, was soll ich sagen, insgesamt, die Challenges, die bis jetzt reingekommen sind, fand ich eigentlich relativ größtenteils relativ nice. Auch wobei ich dann einigen, sagen wir mal so, anzweifle, ob die möglich sind. Sprich, wenn dann so gesagt wird, ja, mit PP 2000, dann das, dann 3 Distanzskills, dann das und das. Fand ich zwar ziemlich toll, da hat sich mal wirklich eine Gedanken gemacht, aber ob das halt so realisierbar ist, also ist halt so die Frage. Ich meine, klar, ich werde mich ransetzen, ich werde es versuchen, aber da ist jetzt, sagen wir mal so, also da musst du schon viel Glück haben. Das hat dann auch nichts mehr, mit Können zu tun. Das ist dann, glaube ich, meiner Meinung nach größtenteils einfach nur Glück. Aber gut, es muss natürlich jetzt jeder für sich selber entscheiden, was es mir für Challenges gibt. Und ja, die hier fand ich noch relativ nice. Aber als es dann so um Sachen ging wie mit SV98 und Red Dot und M9. Klar, logisch. Ich saß da 2 Stunden dran. Ich habe auf Karkand nicht mal ein 5 Plus geschafft. Weil das ist einfach nicht möglich, mit einer SV98 ohne Attachments irgendwie Leute wegzuholen. Weil die machen 31er Schaden auf Körper. 31. Und auf dem Kopf, wenn es gut läuft, 91. So, hallo? Und M9, ne? Also, naja. Wie gesagt, ich setze mich natürlich dran, ich gebe nicht auf. Also, das habe ich nie gesagt, ich werde auch nicht aufgeben. Ne, hier kommt übrigens jetzt eine lustige Sache. Da habe ich 3 Gegner vor mir. Kann den, hab gedacht, ich habe den ersten schon getötet, habe es dann doch nicht geschafft, aber dann hier hole ich noch den weg. Dann kommt der auf einmal hoch, will ich hier in Deckung gehen. Aber in dem Moment gehe ich zu früh raus und in dem Moment kann ich dann nicht schießen und werde da weggeholt. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd gelaufen, aber gut, das passiert halt, das gehört halt dazu. Das ist Battlefield, das ist live. Ja, hier habe ich mir mal einen Panzer genommen, allerdings nicht als, naja, wie soll ich sagen, nicht als, naja, wie soll ich es am besten sagen? Also ich habe es mir auf alle Fälle nicht als Kampfgerät geholt, sondern mehr so als Transportmittel. In dem Moment gab es halt nichts Besseres. Gut, dass ich da dann weggeholt wurde, war natürlich ein bisschen blöd. Aber ihr habt schon gesehen, ich habe die Challenge erfüllt. Ne? Mehr als 15 Kills, plus 2 Gegner mit Spraying weggeholt. Ich hoffe, das ist so okay, weil, boah, pff, was anderes konnte ich mir jetzt nicht drunter vorstellen, als einfach No-Scope auf den Gegner draufhalten. Und
Ja, Red Dot ist drauf, Nemesis Shaft war drauf, und was war noch drauf gewesen? Ach ja, genau, hier diese Stingray Max. Und ich habe zusätzlich noch drei Gegner mit Granaten gekillt. Das bedeutet, diese Challenge habe ich accepted und habe ich gebeten. Oder so ähnlich. Moment mal, ist das Verb zu bieten? Also das deutsche Verb dazu, jetzt nicht das englische, sondern das deutsche Verb zu bieten. Ich biete eine Challenge. Könnte passen. Ja, hier habe ich dann einfach nur so ein bisschen Just for Fun gespielt, so nach dem Motto, hier war dann leider die Runde zu Ende. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, kommentiere ich auch noch ein bisschen die Outtakes, weil, also, was da los war. Weil, man muss ja ganz ehrlich sagen, Karkant ist ja eine schöne Karte, ne? Aber nicht, wenn du auf der Blacklist stehst. Weil dann musst du nämlich auf diese verfickten Scheiß-Server von irgendwelchen Kack-Anbietern, wo nur Hacker und Glitcher drauf sind. Ne? Hier, wie gesagt, Autex, oh, wunderschön. Also, wie gesagt, hätte ich damals das Mikro mit aufgenommen, so, wie gesagt, hätte ich hinterher die GEMA anrufen müssen, weil hier war Hacker Nummer 1. Der macht jetzt mal einen Glitch vor, wie man am besten sich in ein Haus reinglitscht. Das ist ziemlich einfach. Man legt da einfach eine Fackel hin und wartet, bis einen der Gegner tötet. Und dann ist man schwuppdiwupp da drinnen. Ne? Also das ist eigentlich ganz einfach. Also da brauchst du auch kein Diploma oder so. Hier bin ich da ein bisschen gefailt. Und hier geht's auch schon los. So, erster Glitcher. Oh nein. Oh. Oh. Wie gesagt, da war dann drin Massencamp im Haus. Habe ich mir auch so gedacht, Alter, ey, die haben aber richtig einen Arsch offen. Und ja, an der Stelle möchte ich euch gerne mal dazu auffordern, die Leute zu reporten. Ich war mir dafür zu fein, ganz ehrlich, weil dafür verschwende ich jetzt keine Lebenszeit. Aber allein die Tatsache, dass sowas noch möglich ist, sollte doch auch eigentlich zeigen, wie scheiße Battlefield ist. Allein die Tatsache, dass es möglich ist, dass vier Leute in einem Haus sind, man sie nicht töten kann und sie einen ohne Probleme töten können, sollte einen ja schon zu denken geben, oder? Oder? Ne? Hier habe ich mich dann noch ein bisschen davon töten lassen, damit man auch schon noch schön die Namen und so sehen kann, ne? Ja, Leute, und an dieser Stelle bedanke ich mich jetzt mal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses zweite Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!